Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, der Ofen ist mal wieder rausgeholt worden von Marco. Es wird langsam kalt, man sieht es ja hier. Ne? Die Nickis werden langsam enger, man wird dicker, das heißt, der Winter kommt. Genau, und da haben wir uns natürlich wieder ein schönes Rezept einfallen lassen, und zwar einen schönen Western-Topf. Was wir dazu gebraucht haben, wie der funktioniert, Marco zeigt es euch. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Es wird fleischlastig. Wir starten dann wie gewohnt am Brett mit den Zutaten für unseren Western-Topf oder Knackwurst-Western-Topf oder Western-Knackwurst-Topf. Mal gucken, oder beziehungsweise habt ihr ja schon gesehen, wie wir das genannt haben letztendlich. Wie ihr es gewohnt seid, die genauen Mengenangaben findet ihr nochmal im Video, werden eingeblendet. Macht ihr mal kurz Pause, könnt ihr abfotografieren, abschreiben, abscreenshotten. Und wenn ihr noch Fragen haben solltet oder euch irgendwas auffällt, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Ja, die Zeit der Dutch Oven ist wieder angerissen oder angebrochen. Deswegen geht es jetzt auch bei uns langsam mal wieder los mit den Dutch Oven Gerichten. Wir haben hier Bauchspeck, geräuchert Bauchspeck in Streifen geschnitten. Natürlich das sächsische Butterfleckchen darf ja nicht fehlen. An Knackwurst-Variationen haben wir hier. Das sind sogenannte Mettenten, Rauchmettenten, Thüringer Art. Dann haben wir Salami-Endstücke. Hier kann ich noch empfehlen, wenn ihr Geld sparen wollt, geht einfach mal bei euch in den Supermarkt. Manche bieten das an, dass die quasi vom Fleischer diese Anfangs- und Endstücken einschweißen. Die kriegt man dann zu relativ guten Preisen und werden nicht entsorgt und somit für uns optimal, für unsere Dutch Oven Rezepte zumindest. Des Weiteren haben wir hier Chili-Bohnen, Kidney-Bohnen, Rinderbrühe, Zwiebel und gehackte Tomaten. Und würzen werden wir das Ganze heute mit unserem Schweinskram. Zubereitet wird das Ganze bei uns heute in unserem Lieblings-Dutch-Oven. Das ist der kleine Elfo Ego. Wie ich schon immer gesagt habe, die Größe des FT4,5 bei der bekannten Marke Petromax. Nur damit ihr ungefähr mal eine Größenvorstellung habt. Genau. Beginnen werden wir mit unserem sächsischen Butterflöckchen. Das zergeht hier drin, und während das geschieht, geben wir schon unsere geräucherten Bauchspeckstreifen mit hier rein. Das kann jetzt bei mittlerer Hitze erstmal schön anbrutzeln. Der Speck ist leicht ausgelassen. Butter wirft Blasen. Das ist jetzt der Moment, wo wir einfach alles mit hinzugeben. Oder fast alles. Und zwar die Zwiebel und unsere Wurststückchen in Form von Knackwurst in dieser Salami-Enten-Geschichte. Das alles wird jetzt, genau, ihr habt es erraten, ringsrum schön angebraten, damit hier schön Röstaromen erstmal dran kommen an die ganze Geschichte. Das kann ruhig eine ganze Weile dauern. Und das Fett, was hier austritt, soll erstmal ein bisschen verbraten. Und damit holen wir uns dann eine schöne Bräune an das Ganze. So, kurzer Zwischenstand bei unserem Mix aus Knackwurst, Salami, Bauchspeck, Zwiebel und gute Butter. Hier auch nochmal ein kleiner Tipp am Rand, rein aus unserer Erfahrung her, wenn ihr Dutch Oven Gerichte macht, auch zum Anbraten. Wie gesagt, es gibt ja Lebensmittel, die brauchen jetzt keine brachiale Hitze zum Anbraten, so wie jetzt unsere Knackwurst, die soll wirklich schön ausgelassen werden und das Fett soll langsam verbrennen oder verbraten und deswegen auch indirekte Hitze, also mit einer leichten Hitze, mit einer leichten Unterhitze und indirekte Hitze im Grill, das heißt, die Hitze kommt nochmal von oben auf die Wurst mit drauf und wird somit auch noch zusätzlich mitgebräunt. Aber das nur am Rand, jetzt hier in der Halbzeit, die Geschichte geht jetzt erstmal weiter. Wie auch bei vielen anderen Gerichten schon gesagt, geben wir gern während des Bratvorgangs unsere Gewürzmischung schon mit hier rein, aber wie auch bei anderen schon gesagt, nicht alles, wirklich nur ein bisschen, damit das beim Braten schon mal die ersten Aromen freisetzen kann. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich denke mal, das dauert jetzt noch 5 Minuten, werden wir die ganze Geschichte noch so lassen, bevor wir dann unsere restlichen Zutaten mit hineingeben. Der Zeitpunkt ist gekommen. Unsere Wurst, Zwiebel, Bacon, Bauchspeck Mischung ist für uns optimal angebraten, schöne Röstaromen, schöne braune Farbe erhalten. Wird jetzt abgelöscht mit den gehackten Tomaten. Geben wir in den Topf.
gefolgt von den Bohnen in Form von Chili und Kidneybohnen. Das alles schon mal mit runterrühren. Und hier nochmal gleich in dem Moment die Hitze reduzieren. Und das Ganze soll dann bei geringer Wärmezufuhr nochmal schön alles miteinander erwärmt werden. Die Bohnen sind ja schon vorgekocht, da kann ja nichts passieren. Und ganz zum Schluss kommt jetzt noch die Brühe mit hinein. Aber nicht alles. Die genauen Mengenangaben, wie gesagt, findet ihr nochmal im Video. Wir wollen sie ja nicht zu dünn haben. Genau. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Alles nochmal durchgerührt. Und für 5 Minuten leicht köcheln lassen. Und dann können wir schon wieder abschmecken und verkosten. So, alles zusammen durfte jetzt für 5 bis 7 Minuten die Hitze erfahren. Wir verkosten mal, bevor ich hier nochmal nachwürze. Weil die, wie gesagt, die Chilibohnen bringen ja was mit, die Rauchmettenten bringen ja was mit, die Salami bringt was mit. Also hier würde ich mit Würzen anfangs zumindest etwas vorsichtig sein. Mh, heiß. Mh, ist schön. Speckgeschmack. Der Rauch kommt leicht durch von den Mettenten. Und ich liebe ja, oder wir lieben ja sowieso Bohnen. Und damit ist dieser Western-Topf hier. Mh. Oh, heiß. Perfekt. Leute, absolut zum Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt uns das mit einem Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, damit verpasst ihr keine Folge mehr. Und es kostet euch auch nichts. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure Sachsengriller André und Marco. Und bleibt gesund.